Ja, ganz herzlich willkommen zur Umschau. Mal fix übers Wochenende verreisen. Städtetrips in Deutschland boomen, besonders jetzt im Herbst. Im Kampf um Kunden loben sich die Hotels selbst natürlich in den höchsten Tönen. Super Lage, viel Komfort und das Ganze für wenig Geld. Unser Umschau-Reporter hat mal eingecheckt, was er erlebte, war ziemlich abenteuerlich. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit in unserem großen Pflanzentest. Wir wollten herausfinden, was an den blumigen Versprechen der Pflanzenkataloge wirklich dran ist und bestellten einfach mal drauf los. Wir ließen Hobby- und Profigärtner aussehen. Im Sommer hatten wir da schon erste Ergebnisse. Jetzt gibt es den letzten Teil unseres Tests, die Ernte. Mit Trinkwasser Geschäfte zu machen, das gehört sich nicht. Erst recht nicht für ein kommunales Unternehmen. Im Falle eines sächsischen Trinkwasserversorgers sind wir deshalb etwas stutzig geworden. Da werden Kunden Reparaturkosten in Rechnung gestellt, für die eigentlich der Versorger selbst aufkommen müsste. Und die Wasserversorgung Weißeritz-Gruppe hat uns jetzt zumindest schriftlich zugesichert, die Kunden in Zukunft genauer über mögliche Zusatzkosten zu informieren und falls eine Wasserzählgarnitur eingebaut werden muss, auf Wahlmöglichkeiten hinzuweisen. Auf unserer Internetseite finden Sie übrigens Tipps, worauf Sie als Kunde bei Rechnung achten müssen und wie Sie dann auf fragwürdige Kosten reagieren sollten. In unserer Reihe, die vergessenen Orte der Arbeit, besuchen wir heute nicht nur ein altes Unternehmen, sondern eine ganze Stadt, die für ein Produkt stand. Blumen. Allerdings keine echten, sondern Kunstblumen. Und Sie wissen sicher sofort, welche Stadt ich meine. Sebnitz in Sachsen. Um die Zukunft einer ganz anderen Branche geht es um 21.45 Uhr. Die Kollegen von MDR aktuell berichten da über die geplante Stilllegung von Kohlekraftwerken, die auch den Osten trifft. Ja, das war's schon wieder für heute. Den Umschau-Quick-Tipp finden Sie regelmäßig auf unseren Internetseiten, natürlich auf unserer Seite bei Facebook. Sie hören ihn aber auch bei den Kollegen von MDR Jump im Radio. Ja, und an dieser Stelle sage ich Tschüss. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ich würde mich jedenfalls freuen.